have dire news. Abaddon's fleet has attacked the Fularis system, the location of Blackstone Fortress 1. I sent a rescue fleet into the system, and they brought back a personal log of Lieutenant Elijah Borgia of the Vindictive, a Dominator-class cruiser. We discovered the wreckage of the Vindictive drifting towards the central star of Fularis. Admiral Spire, listen carefully to the log we recovered. I believe you will find it very illuminating. We are in luck today. Abaddon's fleet has attacked from the other side of Fularis too, which means they'll have to risk the orbital and planetary defense systems to get to Blackstone 1. We have only just upgraded our weapons on Fularis 2 for just such an occurrence, and I doubt that even with his two fortresses, our enemy will survive. Lord Admiral, the system seems like they're prepared for a serious fight. Surely they must have dealt significant damage to the Chaos Fleet. Listen to the rest of the log, Spire. The two Blackstones have taken up station 5,000 leagues from each other, some 75,000 leagues from Fularis 2, and just out of range of the weapons platforms, except for the torpedo launchers. We're picking up an energy surge in the two fortresses. They're powering up for something. Tech Priest Flavix says there's some kind of energy exchange between them. Emperor's teeth! I can see it myself now! A column of shifting energy linking the two fortresses together. The surge is still rising, the power beam becoming more visible. The damned Astropath is screaming now, yelling something about a breach into warp space. What hellspawn trick are they up to? Oh my. The personal log ends here. The other evidence we recovered from the region points toward a beam of warp energy unleashed upon Fularis 2. The Vindictive was fully caught in the blast. Its void shields overloaded instantly, and its outer hull vaporized as the energy wave passed over the ship. Blackstone Fortress 1 has not been found. We must assume that Abaddon now has three Blackstone Fortresses under his command. Das ist nicht gut, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefleet Gothic Armada. Die dritte schwarze Festung ist verschwunden. Und das gefällt mir ganz und gar nicht. Genauso wie hier, Fularis scheint zwar uns zu gehören irgendwie noch, aber es ist nicht gut, es ist überhaupt nicht gut. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier was ausrichten können. Was ist hier zum Beispiel? Reichen Sie mit den entsprechenden Schiffen innerhalb des Zellens genügend Missionsziele. Unsere Truppen stehen auf dem Planeten dieses Systems im Kampf gegen den Feind. Wir brauchen Unterstützung der Flotte, um die Eroberung dieser Welt abzuschließen. Oh, Flottenoberung ist nicht gerade mein Spezialgebiet. Haben wir irgendwas Schöneres? Haben wir es mal so. Schauen wir doch mal. Planetenangriff. Oh Gott, zum Beispiel. Meuchelmord. Oh, das war natürlich auch noch was. Meuchelmord in dem Sektor. Von Oral. Oh, da ist aber ganz schön viel gerade los. Vielleicht sehen wir, der Zeilen ist das anvisierte Schiff. Okay, machen wir. Wir müssen nur ein Schiff vernichten, das können wir. Da sind wir ziemlich stark darin. Es wäre auch mal schön, wenn wir Hilfe von Elder bekommen könnten. Irgendwie so ein Schiff, was noch uns irgendwie bereitstehen würde. Hätte ja was für sich. Ja, gut. Vernichten Sie das anwesende Admiralschiff. Ach Gott, Olle. Scheint mir nach Nörgel auszuschauen. Aber na gut. Admiralschifflein, wo bist du denn? Hierhin. Dorthin. Und dorthin. Also gar was machen? Wir werden sie auf jeden Fall abschlachten können. So, jetzt schau mal. Bereit. Wo ist das anvisierte Schiff? Das da hinten ist es. Das müssen wir vernichten. Alles klar, machen wir. Machen wir so schnell, wie wir nur können. Man hat schon noch ein paar Ziele da hinten, aber die interessieren uns gerade überhaupt gar nicht. Alles abschießen, was wir abschießen können. Beziehungsweise wir können ja... Ja, komm, scheiß drauf. Schade. Es ist zu schön gewesen, um wahr zu sein.
Wir können ja nebenbei noch ein bisschen was angreifen, und zwar hier. Insofern wir natürlich sehen. Ja, natürlich sehen wir ihn. Passt schon. Plus, wir sagen noch, ich möchte hier eine Drohne, eine Boeing haben. Ich möchte hier eine haben. Und am besten hier noch gleich Stasis. Ich möchte nämlich nicht... sag's mal, ich möchte nicht in irgendeiner Art und Weise gestört werden. Rumpfbruch. Es war klar, dass der ziemlich schnell gerade drauf geht. Alles andere würde mich auch ganz blämmert machen. Aber welcher hat denn zuerst geschossen? Du hast zuerst geschossen, okay. Darüber bitte, darüber. Du auch darüber. Du auch darüber. Einmal durchwarpen. Du gibst ihm deine Schilde mit. Und alle sind glücklich mit der Welt. So gut wir natürlich nur können. Ah, wunderbar. Genau das, was er eigentlich nicht machen sollte. Können wir vielleicht ihm hier irgendwie in den Hintern schießen. Version 1, hierüber noch ein bisschen. Auf ihn wieder drauf. Auf ihn drauf, mit allem, was wir so können. Schießen wir hier noch ein bisschen drauf. Jetzt will ich da hinwarten. Jetzt reicht's mal. Hier. Alles, was wir haben, volle Kanne drauf. Den werden wir auf jeden Fall bekommen, egal was kommt. Eine Minute. Sollte auch möglich sein, ihn dann abzufangen. Ich kann sagen, die Nova-Kanone und Mist-Team eigentlich einiges an Schaden richten können. So, ich bin darum ausgesetzt. Ausgesetzt, du stirbst. Mit allem, was der Imperator mir gegeben hat, du wirst sterben. Komm, einfach nur auf den Antrieb schießen. Ich wäre schon glücklich mit der Welt. Schieß auf den Antrieb drauf. Na komm. Wir können auch noch näher angreifen. Geh auf 6K hin. Du gehst auch auf 6K hin und du gehst auch auf 6K hin. Ha, voll kann vorbeigerauscht. Yes, Admiral. Activating tactical cogitators. So schnell wie möglich hinterher schwimmen. Du kannst das ja nicht machen. Du hättest nämlich mal die Chance auf einen Torpedoangriff. Das ist ja auch schon mal was. Das ist ja auch schon mal was. Torpedos abschießen. Wenn er stillstehen würde, würde ich auch sagen: Du hier. Darüber angreifen. Wunderbar. Volltreffer. Sowas von Volltreffer, das gefällt mir doch. Das war eine einfache Mission. Oh Gott, bitte, rette dich. Da kriege ich immer einen Anfall, wenn ich sowas sehe. So ganz kurz vor knapp noch in den Sieg. Und wenn die Gegnerschiffe dann noch weiter fliegen können, definitiv nicht mein Fall. Definitiv nicht mein Fall. Eine weitere Welt ist gerettet. Ich bin schon mal zufrieden mit allem. So, was können wir noch machen? Irgendwas Gutes. Ja, Planetenangriff fährt. Kreuzerkampf mit Inquisition wären wir auch noch mit dabei. Ich glaube, den machen wir sogar. Planetenangriff. Kreuzerkampf, komm, was soll's. Bist du der Kreuzangriff? Wer war das? Das war Xavier, das warst du hier. Steht hoffentlich noch nicht von Exterminatus, das wäre nämlich überhaupt nicht schön. Für 700, okay. Eine Schlacht mit 700 Punkten, das hatte ich schon lange nicht mehr, oder? Haben wir überhaupt schon mal eine mit 700? Ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher. 155. 102 haben wir noch. Was sollen wir hier die da hier nehmen? Machen wir doch mal die hier, den Overlord machen wir raus. Dafür nehmen wir da mal rein. Adeptus Astartes nehmen wir mit rein. Und einer von den unteren noch. Irgendwas mit ordentlich Wumms, würde ich mal behaupten. Aber es ist ein leichter Kreuzer wiederum.
Ob die jetzt noch so viel ausrichten können, ist die nächste Frage. Was, wenn ich das mache? Und so Adeptus Mechanicus. Kann ich drei Kreuze mitnehmen. Sind die beiden Schlachter weg, aber ich habe drei Kreuze zur Unterstützung. Auch nicht schlecht. Damit, das probieren wir es einfach mal aus. Das kann ja nicht schlecht sein. Dann haben wir zumindest mal jede Fraktion außer die imperiale Armee mit dabei. Ich meine, die kann, glaube ich, noch Eskortschiffe herholen. Auch nicht gerade das Verkehrteste von der Welt, aber ja, bin ich jetzt, muss ich gestehen, nicht ganz der Freund davon. Noch ein Schiff mehr, mit dem wir rumdirigieren können. Warum eigentlich nicht? So, dann schauen wir mal, was für Waffen hast du denn dabei? Schwadrone. Marco-Kanon mit 6000, Reichweite. Nahkämpfer. Seitlich. Was bist du? 6000 seitlich, passt auch. Du bist ja für 12.000 und Adeptus Mechanicus. Kann auf 9 Kilometer seitlich angreifen. Läuft. Your orders? Dann, meine Freunde. Greift doch mal auf ihn hier an. Und wir finden gleich mal raus, was er überhaupt ist. Enemy ship sighted. Also gar nichts, so nix. Kann man doch erstmal bei jedem sagen, schießt eure Torpedos ab, denn warum eigentlich nicht? Es schadet ja nicht. Hätten wir jetzt das richtige Großkampfschiff, wäre ich natürlich noch ein bisschen glücklicher mit der Welt, aber okay. Ich tue auch noch nichts durchbrennen oder sonst irgendwas machen. Ich möchte wirklich erst einmal nach und nach erleben, wie wir ihn aus der Entfernung niederwalzen können. Was bist du eigentlich für eine Klasse? Du bist eine Kreuzerklasse. Heißt das gleiche wie du hier? Ja, du bist auch ein Kreuzer. At your command. So viele unterschiedliche Torpedos in irgendeine Himmelsrichtung. Hauptsache sie treffen. Na komm. Eins. Nummer zwei. Nummer drei. At your command. Hier auch noch ein bisschen abschießen. Okay, auch noch getroffen. Wunderschön. Ein bisschen was von allem. Identifiziert, das macht rein gar nichts aus. Das macht wirklich rein gar nichts aus. Wenn wir dafür jetzt hier so einen Linksschwenker machen, und es nach und nach alle angreifen können, bin ich ja auch schon glücklich mit der Welt. Oh, oh, ich sehe gerade, hier rüber wieder. Plus, wir hatten doch, glaube ich, hier nochmal irgendwo ein Bomberscott. Yep, läuft. Resuming normal functions. Läuft soweit und... Ach, also, sollen wir einmal durchbrennen. Einmal brennen wir durch. Komm, einmal können wir durchbrennen. Jeha! Okay, so wie zum Thema durchbrennen. Müssen wir es anders machen. Yes, Admiral. Dann müssen wir es ein bisschen anders machen. Dann gehst du mal hier rüber. Deine Fähigkeit kannst du noch nicht einsetzen. Schade war's. Okay, ihn hier Nova-Kanon und Adeptus Astartes zu machen, war vielleicht nicht die klügste Admiral. Meiner Entscheidungen, aber es macht nichts. Resuming normal functions. Schauen wir mal, ob wir in der Lage sind, hier vielleicht noch ein paar mehr Sensorsonden hinzuklatschen. Yes, je mehr wir nämlich sehen können, um so besser. Your orders? Activating tactical cogitators. Wobei wir könnten vielleicht eher sagen, hup, hier rüber. Du auch hier rüber. Hallöchen aber auch. Bilderraum Nummer 2 wirst du werden. Kann man denn bei dir ein paar... Yep, definitiv ein paar Torpedos abschießen. Ich muss gerade ein bisschen rumüberlegen, wo ich jetzt welchen Torpedo abschießen möchte. Du kommst hier rüber. Und du drehst dich nach darüber. Während du hier mir sagst, was du für einer bist. Oh, oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Hier rüber. Einmal euch bei dir gefangen nehmen. Plus... Nova-Kanone auf beide drauf richten. Und angreifen. Währenddem greifst du hier noch an. Und wirst etwas seitlich ausbrennen, um ihn hier was, ein bisschen was anrichten zu können. Ah, komm schon, nicht Blitzschlag auf beide.
Das ist jetzt böse, das ist richtig böse. Mir noch eine machen. Schildaustausch eventuell. Okay, du gehst noch darüber. Du gehst noch darüber, damit er sich hierhin boosten kann. Um dich ein bisschen zu unterstützen. Die Tonung auf ein bisschen, oh Gott. Du musst jetzt ganz dringend nach hier durchwarpen. Also wie du hier gerade aus durchwarpen musst. Laufen beschädigt, dann müssen sie repariert werden. Bomberschwadrone auf ihn hier drauf. Plus Schild hoch. Wunderbar, läuft, 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 läuft. Das gefällt mir doch schon wesentlich besser. Ich habe jetzt keine Ahnung mehr, wer es von wem ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen blassen Schimmer mehr. Und ab nach da hinten. Hauptsache raus aus allem. Raus aus allem, so gut wie es nur geht. haben wir noch irgendwo was mit Schilden vergeben? Yep, da hätten wir noch was. Dazu muss aber er... Oh Gott. Muss er nochmal was machen dafür. Dieses Schiff ist zerstört. Das heißt, ihr berichtet eure Waffen auf dieses Schiff. Und zeigt den Ketzern, wer hier das Sagen hat. Noch ein bisschen was, du brauchst keine Reparatur. Du hast deinen Torpedos gleich fertig. Du auch, das heißt, du drehst immer um. Das Torpedo ist auch schon so gut wie fertig. Noch nicht ganz, aber so gut wie zumindest. Na komm, einmal umdrehen. Einmal umdrehen. Unsere Freunde brauchen hier Unterstützung. Du gehst hier rüber. Und du mit deinen Torpedos kannst doch bestimmt gleich hier etwas Schaden anrichten. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ach, der war noch die ganze Zeit am Durchbrennen, so wie es ausschaut. Das ist natürlich nicht so schön. Da könnte ich mir jetzt wesentlich Schöneres vorstellen. Reloading. Reloading. Das ist mit dem Kreuzerkampf müssen wir neu über. Und durchbrennen. So, du bist hier da, du bist auch da, du bist auch da. Du bist auch da und wirst gleich mal ihm hier einen reindonnern. Währenddessen bist du... Na gut, gibst ihm deine Schilde mal mit. Der braucht hier mehr Unterstützung als andersrum. Junge, sag mal. Könntest du bitte deinen Hass bei dir lassen? Dein Hass ist hier nicht erwünscht. Ach, die Spezialfähigkeiten von mir ist ausgeschaltet. Oh, du Hundling. Du Hundling, Waffen sind zerstört. Dann reparieren wir sie einfach. Dann reparieren wir sie doch einfach. Du kommst noch ein bisschen mit. Und hilfst ihm bei der Zerstörung dieses Kreuzes. Genauso wie du ihm helfen wirst. Mit einem kleinen Mikrosprung. Oh, habe ich keine Reichweite für den Mikro-Warp-Sprung. Ich glaube, der ist gerade etwas verbuggt, stelle ich fest. Warum zum Henker? Ah, diese ländige Chaos. Diese ländige Chaos. Ja, hängt gerade. Hängt gerade ganz leicht bis viel irgendwie. Oh, ich sehe gerade, da hinten kommt noch mal eine hinterher. Sag mal, wo kommt ihr denn alle her? Auch schon 1000 Billis hier oder was? Dieses Anti-Warp-Feld macht mich gerade mehr als fertig. Was ich jetzt nicht gut erachten kann. Okay, dann warpen wir mal hier rüber. Ich bin identifiziert, das macht rein gar nichts aus. Targeting enemy vessel. So, dankeschön. Wenn, wesentlich besser, wesentlich besser. Schauen wir mal, was wir hier nur anrichten können. Du bist ein Kreuzer. Ein großer Kreuzer. Ein ordentlich großer Kreuzer. Das heißt, an dich tun wir mal ein paar Metatorpedos abschießen. Plus hier rüber. Ich möchte die gesamte Breitseite meiner Waffenphalanx in dir sehen. Weiß nicht, wie pervers gemeint. Ich möchte einfach nur ihn megamäßig in den Arsch schießen. Ah, komm schon. Das hätte doch einen Treffer geben müssen.
Kann sein, dass er keine Antriebe mehr hat. Da hat er eigentlich noch Antriebe. Yes, Admiral. Was mich jetzt gerade ziemlich arg wundert. Autsch, 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 autsch. Gar nicht gut. Gar nicht gut. So, Warp-Antrieb einschalten, das hier ausschalten. Ich weiß nicht so gut. Können wir ihm vielleicht nach und nach mal... Blitzschlag war erfolgreich, das ist natürlich ganz schlecht. Was ich aber machen möchte, ist ihm jetzt die Schilde geben. Damit er hier nebendran hin warpen kann, ein paar Meter, wobei. Warpen ein bisschen anders hin. Wir warpen etwas anders hin, sagen wir es mal so. Bomberschwadrone auf ihn hier. Orders received. Wollen wir eigentlich nichts machen? At your command. Oh, die habe ich jetzt vollkommen umsonst losgeschossen, so wie es ausschaut. Was mir nicht gefällt. Was mir überhaupt nicht gefällt. Können wir vielleicht dann auf... Wo war denn der andere? Dich hier. Dass wir da schon mal grundsätzlich ein bisschen angreifen. Ist ja nicht verkehrt. Ist nicht verkehrt. Reparieren. Du reparierst bereits. Du beginnst auch mit deinen Reparaturen. Und du hast bereits repariert. Musst aber nochmal reparieren. Ihr zwei auf ihn drauf. Ihr gruppiert euch jetzt einfach. Blitzschlag erfolgreich. Wunderschön. Du kannst ihm jetzt mal deine Schilde geben und du kannst ihm mal ein paar Schilde geben. Ihr seid beide eigentlich wieder glücklich mit der Welt sein. So, beide auf 6000 Entfernung, damit hier mal ein bisschen was zustande kommt. Priorisierung 1. Ihr habt auch auf den Antrieb zu schießen, genauso wie ihr hier. Jetzt mal 2. Ist eher gedacht, der schießt auf das hier drauf, aber okay. Ach, der ist bereits zerstört worden. Das ist natürlich was anderes. Können wir... Ich wollte gerade sagen, möchte hier jemand rausbauen? Kann man nicht zulassen. Das können wir aber nicht zulassen, du. Engines to Maximum. So sieht es ziemlich aus. Geh mal auf 6000 runter. Engines hot. Activating tactical cogitators. Bitte schön. Du hast noch keine Changing Möglichkeit course. Momentan, irgendetwas zu machen. Außer glorreich zu sterben, so wie es ausschaut. Noch ein bisschen mehr. Activating tactical cogitators. Noch ein bisschen mehr. Wunderbar. Und gleich wieder nachladen. Also auf Nachladen gehen und Volldampf voraus. So. Das nächste bist du hier. Mal keine Sensordrohne oder sonst irgendwas. Nennen wir gerade nicht. Noch gerade kein Mikro-Warp-Schwung oder sonst irgendwas. At your command. Ship ready. Bomberscott, drauf mit dir. Das hier. Auch drauf mit der, wobei nicht drauf mit dir. Wir können einen Enter-Trupp losschicken. Resuming normal functions. Du musst eigentlich mit deinen Torpedos angreifen. Das freut mich doch. Das freut mich doch, wenn der Gegner irreparablen Schaden bekommt durch mich. Okay, du hältst jetzt, glaube ich, eher mal hier aus. Wenn du hier orders weiter am Aushelfen bist. Activating tactical cogitators. Ah, okay, das könnte jetzt etwas schmerzhaft werden. Yes, die Tonung auf etwas. Changing course. Rumpfbruch, dann raus mit dir. Wenn du einen Rumpfbruch hast, dann bringt es nichts mehr, dich noch hier zu behalten. Du richtest mehr Schaden an, als du dann noch bist momentan für uns. So, ich bitte darum. Wunderschön. Wir machen mit dir auch. Du sorgst einfach mal dafür, dass hier ordentlich was zerstückelt wird. Zeitlicher Angriff auf alles. Passt soweit. Ist in Ordnung. Mit dem müssen wir jetzt auch mal rechnen. Angreifen. Dankeschön. Alles, was wir haben, nachladen.
Zur Stelle Novener Kanone natürlich nicht das schönste von der Welt. Yes, Admiral. For the Emperor. So, die Frage ist jetzt, könnte sein theoretisch, dass Batterien können noch nicht angreifen, ja, dann drehe ich doch weiter. Drehe ich so lange weiter, bis die Plasmabrien angreifen können. Wäre das nicht wunderbar? Ich bin schon so lange, dass ich wieder weitere Reparaturen machen kann. Bei ihm dann auch gleich. Das ist mein Schutzschild, also muss ich dich auch irgendwie am Leben halten, würde ich mal behaupten. Okay, wir sehen ihn bereits. Macht er nichts, macht er nichts. Du brauchst keinen, du kannst schon angreifen gehen und du greifst ihn hier an. Bei, nein, du bleibst weiter auf ihn hier drauf. Der muss ganz dringend zerstückelt werden. Zwei seine Einzelteile. Okay, Fokus auf die Decks. Nein, Fokus auf die Waffensysteme. Finde ich gerade wichtiger als alles andere. Okay, du könntest eigentlich wieder hier angreifen gehen. Mit etwas Reparatur. 8 Sekunden, 17 Sekunden. Ich muss gerade ein bisschen rumtaktieren, wo ich was am besten angreifen kann. Okay, Moment, Moment. Jetzt warten wir erstmal ein bisschen zum Gegner hin. Warum nicht? Hallöchen. Ich weiß nicht, ob sie es wussten, aber ich mag sie nicht. Ich mag sie ganz und gar nicht. Oh, Hallöchen. Ich habe gerade eine Chaoswelle bekommen. Keine Ahnung, was das für ihn jetzt eingebracht hat, aber es scheint ihm eventuell einen Boost gegeben zu haben. Einmal umdrehen. Einmal umdrehen. Dankeschön. Schilde können wir ihm gerade auch nicht geben. Macht aber nichts. Blitzschlag. Blitzschlag gescheitert. Das ist aber nicht schön. Da kann ich mir jetzt aber auch schönere Sachen vorstellen. Marco Kanon. Wunderbar, wunderbar. Und einmal dich hier entschießen lassen. Oh Gott, bitte lass es noch gut ausgehen. Bitte lass es noch gut ausgehen. Normaler Angriff. Resuming normal functions. Torpedos. Wieder einmal so rüberbrechen. Und ihr zwei geht nach da hinten hin. Schildbatterien wieder aufladen. Funktioniert. Reparatur kannst du noch keine machen, aber du kannst auch nicht machen. Du kannst auch keine machen und du kannst auch keine machen. Keiner kann gerade Reparatur machen. Nicht das Beste von der Welt, sondern wir normal angreifen. Alle wieder normal angreifen und immer ihn im Fokus haben. Oh Gott, ja, oh, das tat ihm weh. Das muss ihm sogar wehgetan haben. Alles andere kann ich mir jetzt nämlich gar nicht mehr erklären. Durchgeben. Alle Mann. Na, wobei, du brauchst gar nicht. Du hast eine Bomberschwadron. Die gehen auch so. Da muss mich großartig angreifen. 20, 6 Sekunden. Das könnte was werden mit der Reparatur hier. Nach hier rüberziehen. Kann mich nämlich noch reparieren lassen. Dankeschön. Einmal Torpedos durchjagen. Passt. Können wir dich vielleicht auch noch reparieren lassen zum Schluss. Das wäre super. Na komm. Ha! Gerade noch die Schilde aktiviert, um noch ein bisschen Schaden abzuwenden. Wunderschön. Wunderschön sage ich dazu nur. Und zwei Torpedos fliegen einfach in der Weltgeschichte rum. Ich denke mir, wenn die so viel schießen und verfehlen, die müssen ja irgendwo aufschlagen, die Torpedos. Irgendwie in einer fremden Galaxie wird da ein Planet angegriffen und denkst einfach nur, what the fuck? Wo kam jetzt der Torpedo her? So. Mission erfolgreich hinter uns gebracht. Wir haben noch zwei Züge vor uns, bevor es zum letzten Zug, bevor es zum nächsten Zug geht. Und es werden Planetenangriffe sein, denn mit denen können wir am meisten retten. So schaut es momentan aus. Da steht irgendwas vom Exterminatus? Ich weiß gar nicht. Ich glaube eher weniger. Aber okay, gut. So viel an dieser Stelle. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen und es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei sein könntet. Bis dahin, macht es gut und wie immer. Tschüssi.